Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Der Anlass des heutigen Videos ist ein trauriger, denn du ahnst es sicherlich, ich muss das Bike zurückgeben. Nach 5 intensiven Testtagen und bisher rund 139 Kilometern auf der Uhr muss ich sagen, leb wohl, schönes Rotwild RX375. Ist es ein geiles Bike? Oh ja, es ist ein geiles Bike. Aber in der Ultra-Ausstattung für mich schier unerreichbar, da unbezahlbar. Ich durfte das Bike kennenlernen, war mit ihm auf schöner Sonntagstour, habe eine Feierabendrunde damit gemacht, den Akku an sein Limit gebracht und nun geht's zurück nach Hause, zur Wattabike nach Oberhausen. Aber diese Videoserie wäre nicht komplett, wenn ich nicht aus der Retour eine Tour machen würde, also quasi eine Retour-Tour. Der Rucksack ist gepackt, die Akkus sind geladen, die GoPro ist einsatzbereit, die Tour ist geplant. Müssen wir eigentlich nur noch losfahren, oder? Ich zeig dir wohin. Ich wohne ja quasi um die Ecke von der Halle Rohrwart, also ist die natürlich mein erstes Ziel, rauf und gucken, ob die Wege frei sind. Nee, Spaß. Nur kurz die Aussicht genießen, danach geht's runter zur Ressermark. Der Weg dadurch führt uns dann quasi unmittelbar bis runter zur Emscher, welcher wir dann bis zur Schleuse folgen und danach geht's am Rhein-Herne-Kanal munter weiter bis in Richtung Schuhenbach-Halde. Auch da fahre ich kurz mal hoch, bevor es dann im Inland weitergeht, an der Halde 19 vorbei, rüber zu 22 und dann rauf auf der Mottbruchhalde. Freunde, Mottbruchhalde müsst ihr euch mal persönlich angucken. Und jetzt sind wir schon fast am Ziel unserer Reise, denn es geht durch Querstraßen rüber bis zum Naturschutzgebiet Kölner Wald. Und der liegt eigentlich schon fast am Fuße der Halde Haniel, welche ja so gesehen mein Ziel ist, denn hinter der Halde Haniel versteckt sich WhatsApp in Oberhausen. Alles in allem müsste diese Tour ziemlich genau 50 Kilometer zu bieten haben. The temperature ist muckelige 28 Grad warm, bei der Luftfeuchtigkeit von 43%, Wind aus Südsüdwest, also unten links, mit 10,4 km/h, also leichten Föhnwind unten um einen Schritt rum. Was die elektrische Unterstützung angeht, so lautet die Devise, so wenig wie nötig, doch so angenehm wie möglich. Will sagen, ich habe ja schon ein paar Mal erklärt, dass RX375 kann man aufgrund seines verhältnismäßig geringen Gewichts genauso gut fahren wie ein gutes Enduro. Ich sollte also einen Großteil der Strecke ohne Unterstützung fahren können oder halt mit der Minimalunterstützung. Wenn es an irgendwelche Steigungen, wie zum Beispiel an den Halden geht, da darf es dann schon mal ein bisschen Strom sein. Aber diese Tour soll ja nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern ich will ja auch am Ende feststellen, wie tourentauglich das RX375 ist. Schuhenbach-Halde und Nordsternpark, da drüben noch die Mottbruchhalde und ganz am Horizont die große Halde Haniel. Unser Ziel für heute. Unter dem letzten RX375 Video ist die berechtigte Kritik geäußert worden, wie aussagekräftig ein Akkutest ist, bei dem ein 125 Kilogramm schwerer Mann mit voller Unterstützung ein paar Runden über die Halde fährt. Nun, ich bin sozusagen die Maximalbelastung für dieses Bike. Was dieses Bike bei mir leisten kann, kann es mindestens auch bei einem leichteren Fahrer leisten und meist sogar halt noch viel, viel mehr. Außerdem sind Leute in meinem Format häufiger an solchen Bikes interessiert als der 75 Kilogramm leichte Triathlet, oder? Was natürlich absolut richtig ist, ich hätte dieses Video hier direkt nach dem Akkutest veröffentlichen sollen, denn in diesem Video will ich ja eben zeigen, wie tourentauglich das Bike ist, wenn man die Unterstützung selektiv statt inflationär einsetzt. Aktuell verfolge ich zudem aber Bemühungen, in Zukunft mit einem Durchschnittsgewicht antreten zu können. Diesen Teil der Ressermark fahre ich für gewöhnlich häufiger von der anderen Seite an, denn es versteckt sich hier ein kleines, aber feines Segment, das ich sehr, sehr gerne mitnehme. Ich habe jetzt die ersten rund 10 Kilometer auf der Uhr und wir schauen mal, was der Akku sagt. Oh, schwierig zu erkennen, aber volle Hütte. Das ist natürlich nur wenig überraschend, denn bis auf die Halde Rohrwart war ja auch noch nicht wirklich viel zu machen. To the ruins, aquifers in the spring.
Entlang der Emscher unter Fernwärmerohren hindurch, so läuft das hier im Ruhrgebiet. Was du gerade gesehen hast, beschreibe ich ganz oft, wenn ich mit Leuten über das Ruhrgebiet spreche, die nicht von hier kommen. Ich fahre durch diese grüne Ressermark, dann spuckt mich der Trailer an einer Ampel aus, du überquerst eine gefühlt hundertspurige Kreuzung, biegst links ab und bist wieder raus aus dem Mief und direkt zurück in der Natur. Fairerweise muss man sagen, dass an der Emscher entlang zu fahren bis vor kurzem noch nicht ganz so ein Vergnügen gewesen ist, denn hier wurden über viele Jahrzehnte die Abwässer der Region entsorgt. Die Abwässer werden mittlerweile aber unterirdisch entsorgt und direkt an der Kläranlage zugeführt, sodass die Emscher nun als renaturiert gilt. Das hat viele, viele Jahre gedauert und war echt nicht billig. Aber es hat sich gelohnt, denn nun gibt es hier keinen Gestank mehr, die Region wurde aufgewertet und wieder ist ein wunderschöner Radweg entstanden, der dich von der Mündung in Holzwickede bis zum Rhein bei Dienstlagen führt. Wir haben jetzt gerade die Schleuse in Gelsenkirchen passiert und somit die Emscher hinter uns gelassen. Als nächstes kommt der Rhein-Herne-Kanal, doch zuvor kommt eine Schilderkombination, die es mir sehr, sehr angetan hat. Hier vorne Beginn des Hafengebiets und hier Hafengebiet Ende. Mega! Auf der rechten Seite kommt jetzt der Rhein-Herne-Kanal und zu den rhythmischen Klängen eines Bossa Nova passieren wir den Nordsternpark und hören uns als nächstes auf der Schurenbachhalde wieder. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass man auf der Schurenbachhalde legal Mountainbike fahren darf, denn dort gibt es den sogenannten Brammen Trail. An dieser Stelle habe ich jetzt ziemlich genau 22 Kilometer auf der Uhr und es wird Zeit, mal einen Blick auf den Akku zu werfen. So lasst mich vorher noch einen kurzen lyrischen Erguss einfügen. Bei ca. 35 Grad Außentemperatur wird diese Retourtour zur Tortur. Wir werfen den angekündigten Blick auf den Akku und erkennen 22 Kilometer, 214 Höhenmeter, einen Balken weg, bleiben noch 4 übrig und eine Restdistanz von 30 Kilometern, die noch zu fahren sind. Smooth gleite ich einen Teil des Brammen Trail herunter, bevor es dann weitergeht in Richtung Kanaperwäldchen mit den Halden Matthias Stinnes, Halde 19, Halde 22 und natürlich der Mottbruchhalde.
diesem kleinen funkigen Ausflug befinden wir uns jetzt am Fuße der Mottbruchhalde. Mottbruchhalde ist für viele relativ unspektakulär. Ich bin total gern hier, weil die Aussicht von oben nochmal was ganz anderes ist als das, was ich von Hohewart und Hoppenbruch gewohnt bin. Auf dem Tacho steht jetzt Kilometer 28,5 und die nächsten Höhenmeter knallen jetzt in den Motor. Ich habe das jetzt einfach mal unkommentiert gelassen, denn manchmal sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Wenn sich die Gelegenheit für dich ergibt, dann musst du auf jeden Fall mal hinfahren. Natürlich ist zum Mountainbiken nicht wirklich viel Action angesagt, aber die Aussicht, wenn du oben auf diesem schmalen Kamm sitzt, ist wirklich unbeschreiblich. 30 Kilometer auf der Uhr, 326 Höhenmeter gefahren, noch 3 Balken Akku. Läuft. So ein Stündchen Fahrt steht jetzt ungefähr noch an und als nächstes wartet das Naturschutzgebiet Kölnischer Wald am Fuße der Halde Haniel auf meinen Besuch. Die können sich hier ja nichts Besseres vorstellen, als dass ich mal vorbeikomme. Also ein Igel freut sich auf mich. Uhus eskalieren völlig. Aber ich schweife ab. Fast 16 Minuten Video erreicht. Jeder, der noch nicht schläft, haut mir bitte mal den Hashtag Ausdauerzuschauer in die Kommentare. Und nun, wo ich mich meinem Ziel, dem Ladenlokal von WhatsApp, unaufhaltsam näher, wird es Zeit, ein abschließendes Fazit zum Bike zu formulieren. Mich hat das Konzept des LX375 sehr begeistert. Ein leichtes, fast wie ein Enduro zu fahren, das Mountainbike mit Motorunterstützung und kleinem leichten Akku, das finde ich super geil. Der Akku bietet genug Power, um mich auf einer schnellen Feierabendrunde zu unterstützen. Will ich mal schnell ein paar Runden drehen, spielt das Bike für 3 Runden XC-Rundkurs auf Hohewart locker mit. Tourentauglich ist das Bike auch, das sieht man ja in diesem Video hier.
Je leichter und fitter man ist, desto mehr Reichweite bekommt man aus dem Bike herausgekitzelt. Das kann natürlich Ansporn sein, seine bisherigen Ernährungsgewohnheiten zu überdenken, um ein gesünderes Leben zu starten. Ich würde mir noch eine kabellose SRAM-Schaltung wünschen, denn wenn man schon 12K auf den Tisch legt, darf es eigentlich keine Kompromisse mehr geben. Würde ich mir dieses Bike kaufen, wenn ich es könnte? Ja, definitiv. Gerne auch als Frame-Kit, denn dann könnte ich es dann mit meinen Wunschkomponenten wie der angesprochenen AXS-Schaltung, einem RockShox-Fahrwerk und vielleicht Hope-Laufrädern aufbauen. Was mir nicht gefallen hat, sind die Schwalbereifen, aber mal ehrlich, am Ende des Tages wird es mit Sicherheit nicht an den Reifen scheitern. Alle Informationen, Meinungen, Bilder, Touren zu diesem Bike und meiner Testphase findest du natürlich auch in meinem Blog. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Solltest du Interesse an diesem Bike haben, dann kann ich dir wärmstens empfehlen, das Team von WhatsApp in Oberhausen auf jeden Fall mal zu besuchen. Ich gebe zu, ich sage das nicht ganz unvoreingenommen, aber wie immer in meinem Blog gilt, wenn ich es nicht so meinen würde, würde ich es nicht sagen. Kommen wir aber nun mal wieder zurück zum Finale meiner Tour. Die Halde Haniel ist in Sichtweite und das war nicht ganz selbstverständlich, denn im kölnischen Wald habe ich mich ein bisschen verfranst, weil ständig irgendwelche Bäume im Weg gelegen haben. Das muss so sein, es ist ja schließlich auch ein Wald. Aber nach einer seltsamen Irrfahrt erreiche ich endlich die Brücke, über welche ich die Straße überqueren kann, die den Wald von der Halde trennt. Ein Blick auf den Tacho verrät 2 Balken Reststrom. Da ist ordentlich was flöten gegangen im Wald, weil ich die ganze Zeit auch in Trailmodus gefahren bin. Halde Haniel ist nochmal ein Klopper, ist wahrscheinlich eine der höchsten Halden im Ruhrgebiet. Aber das Rotwild ist eben auch ein Klopper und dementsprechend keine Angst. You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we need, yet somehow I know your history. Frames lavender pain, they all live here. Within this romance I get the chance to stop the run and be the lucky one. Odd thoughts and some dust of dreams, and we sing to find common ground. Guess everyone's got their own sound. Never cared much about fitting in, what's right or sin. But as you stand before me, I give in. Picture frames last. Oben auf der Halde hatte ich zuletzt 47 Kilometer und 530 Höhenmeter auf dem Tacho. Der Anstieg hat also nochmal richtig ordentlich am Akku gelutscht und ab dem letzten Balken wird die Anzeige dann rot. Ich musste jetzt nur noch die Halde wieder runter, um an mein Ziel zu gelangen. Der Garmin sagt, ich soll 3,5 Tage Pause machen jetzt. Mach mal, besser ist das. Ich hoffe, ihr hat dieses Video und die ganze Rotwild-Serie gut gefallen. Ich werde versuchen, auch in 2023 weitere spannende Bikes für dich zu testen. Daher lasst diesem Kanal gerne ein Like und ein Abo da. Das ist der stille Applaus, den du mir als unsichtbares Publikum hinterlassen kannst. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung an das Team von WhatsApp in Oberhausen. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank fürs Zuschauen. Pass auf dich auf, bleib gesund und Glück auf.